Willkommen zurück zu Miitopia! Du hast für verschiedene Roben die bevorzugte Kleidung der Magier gesammelt. Wow, das kam ein bisschen random. 100 verschiedene Lieder gehört. Wow, das ist noch mehr random. Und damit willkommen zurück. Wir werden uns nun hier in Ödland, in der Ödlandgrenze aufmachen, um nach den Prinzen Ingi zu suchen. Dieser komische Ingi hat übrigens auch letztens einen neuen Kanaltrailer gemacht, denn er macht jetzt einen neuen Content auf seinem Kanal, schön die Werbung machen für ihn. So, dafür soll er mir auch Geld geben. Nein, Spaß. Wir kämpfen natürlich jetzt erstmal hier gegen diese Goldviecher, die wir letzte Folge erst schon hatten. Die kommen jetzt irgendwie häufiger, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, die kriegen wir noch down, bevor die irgendwie abhauen. Ich weiß, die abhauen nicht. Die kommen sofort, wenn das so Gegner, die halt abhauen würden. Wow. Oh, guck mal hier. Endlich kocht er mal für mich. Wie schön. Macht er sonst nie. Obwohl das eigentlich unser Healer ist und das eigentlich immer machen sollte. Naja, wie auch immer. Ja, Maike macht mit dem Loben 50 Damage auf Level 7 oder so. Welchen Level? Da sieht man jetzt gerade nicht, stimmt. Level 7 oder 8, keine Ahnung. Das ist schon krank. Und wie gesagt, ich werde diese einzelnen Felder hier noch machen, aber jetzt halt noch nicht. Wird aber noch kommen. Genau. So, noch ist im Fall noch eine Truhe, deshalb muss ich sowieso früher oder später noch nachholen. So, auf geht's! Ich freue mich aufs Bett. Wieso? Tja, kann man sich ein bisschen mehr entspannen, I guess? Wo lang? Warum? Keine Ahnung. Ich trage heute meine Lieblingssachen. Wenn es denn sein muss. Oh! Uff! Wer soll zur Hilfe eilen? Warum kann ich das entscheiden? Warum? Das ist wie, als würden sie streiten. Nein, ich hebe Mike auf. Nein, ich will ihn aufheben. Vielleicht will ich ihn aber aufheben. Leute, hilft mir doch einfach alle gleichzeitig? Oder? Keine Ahnung. Wieso muss ich da jetzt entschieden werden? Ach, keine Ahnung, wer mir helfen soll. Ist mir doch eigentlich egal. Danny, keine Ahnung. Komm, Danny, hilf mir. Hey, alles okay? Dankeschön. Mike ist ihm dankbar. Aha. Interessant. Rennen hält fit. Schon? Doch was noch mehr fit hält, sind Kämpfe gegen Monster. Blitzwolken, die sind anders. Können die irgendwas Besonderes? Ich weiß es nicht. Ich setze immer Blitz ein, weil das halt beide angreift. Bam! Ja, okay, die greifen sowieso nicht an. Wir sind einfach zu gut. Und werden jetzt alle Level-Up bekommen, glaube ich, oder? Ja! Schön, Michael Level 8. Kaum irgendwas passiert. Bei Danny ein bisschen mehr. Und bei Freddy noch mehr. Scharfe Speise gelernt. Füttere einem Freund Scharfes und lass ihn in Flammen spucken. Ist halt wie diese Feuermelonen aus Yoshi's Island. Puh. Was Danny kann, kann ich schon lange. Ah, dieser Berg ist zu viel für mich. Meine Beine geben bald den Geist auf. Und du willst ein echter Held sein? Ich könnte ohne Probleme stundenlang weiterlaufen. Danny, kannst du noch? Oder soll ich dich Huckepack nehmen? Oh ja, bitte, bitte, bitte. Oh, mich auch. Du hast doch gerade gesagt, du könntest noch stundenlang weiterlaufen. Ja, was soll das denn hier? Meine Nase ist verstopft. Nur noch ein kleines bisschen. Okay, alle neuen Gegner haben wir jetzt hier vor uns liegen. Erstmal schön den Blitz in die Mitte. Bam! Immer noch ein Rätsel für mich, wie Elektroattacken gegen dieses Gesteinmonster irgendwie richtig Damage macht. Aber okay. Freddy, heilt sich selbst. Köstlich! Schön, dass er das jetzt öfter benutzt, weil das soll er auch öfter benutzen. Er ist ein freaking Healer! Ich möchte nicht so oft die ganzen Streuer benutzen. Ich möchte auch mal, dass meine Teammates was machen. Mike, das war klasse! Wow! Ich stehe dir bei. Schön, dass wir uns jetzt alle besser verstehen.
Wenn man das mal vergleicht von ein paar Parts und dann jetzt, verstehen sie sich richtig gut alle. Das ist schön. Und sie werden sich im Laufe der Zeit noch mehr und besser verstehen. 100%ig. Eine Kiste mit 200 Gold. Ich bin sowieso reich von da. Ist ja gar nichts. Ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr vorzuspulen, weil das haben wir alle halt schon gesehen. Und ja. Ich will das Zimmer von Danny gehen. Okay. Dann geh ins Zimmer von Danny. Mike macht sauber. Nanu! Oh, eine Karotte? Hast du die versteckt, Ferdinand? Lol, endlich mal Level 3 hier mit dem Pferd. Viel zu lange gedauert, ey. Ja, das kann nicht so bleiben, ehrlich gesagt. Fantastische Erinnerungen. War das ist dir wirklich alles passiert? Na klar, du warst doch dabei. Größtenteils. Eine Lederrobe. Mann, warum will Mike ständig irgendwas Neues im Anziehen? Ich mag das Auto, was ich gerade habe. Es gibt bisher noch nichts Besseres, was mir mehr gefällt. Nee, wir halten das hier. I like it. My Freddy Kish. Ey, ist das irgendwie Zufall oder gewollt, dass sich Freddy immer die weiblichsten Outfits aussucht? Ich kann mir nichts erzählen, ey. Was ist los mit dir, Freddy? Alles okay? Ey, was ist los hier? Freddy, willst du das wirklich tragen? Ey, Mann. Darfst du natürlich gerne, wenn du es haben willst. Was ändert sich denn hier von der Farbe? Irgendwie gar nichts. Komm, du kannst es gerne tragen. Oh Mann. Oh, Wollrüstung. Oh, das sieht cool aus. Das ist wirklich richtig cool. Ich mag das Outfit, sie gerade hat, aber... Lass mal sehen, wie das aussehen würde. Ja, ohne Hut ist es nicht so cool. Na, ohne Hut ist es nicht ganz so cool. Lassen wir's. Warum wollt ihr nur Rüstung? Wollt ihr mal neue Waffen haben? Könnte mal ein bisschen stärker werden, um ehrlich zu sein. Lass mal sehen, was es hier so im Roulette zu finden gibt. Wollrüstung haben wir zwar schon, aber ich will trotzdem eine Runde Roulette, denn wir könnten ein Ausflugsticket erhalten und das erhalten wir auch. Okay. Ja, reicht eigentlich. Wir haben genug Geld, wollen nicht Schnickschnackstück machen. Angelausflug kann gerne jemand hingehen. Wer will denn? Wer will nochmal? Ihr beide könnt. Ihr seid erst Level 3 miteinander. Was ist los mit euch? Wollt ihr euch mal besser kennenlernen? Vor allem jetzt in euren neuen hübschen Outfits. Ein Riesen-Oschi. Oh, 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 oh. Level up, Bekannte, und sie kümmern sich umeinander. Geht doch. Ich find's lustig, dass ich und Maike erst jetzt irgendwie Freunde sind. So, wenn man sich schon ab Level 3 oder 4, was das jetzt war, Level 4 jetzt sich schon kümmert umeinander. Dann, komisch, dass man da noch nicht irgendwie Freunde ist, sondern erst so Bekannte. So, nochmal angeln. Muss einfach locker bleiben. Entspann dich. Entspann. Dann schlafen sie ein. Aber erhalten noch ein Level. Level 5. Gut, gut. Das ist sehr wichtig, diese Ausflugtickets, habe ich das Gefühl. Also ich habe schon Level 6, 6 und 8. Aber halt mit dem Pferd noch nichts. Aber mit dem Pferd kann ich ja nicht in der Ausflug gehen. Geht ja nicht. Denn ihr über Level 6. Freddy hat mit allen außer Mike und Mike hat mit allen außer Freddy. Ich würde sagen, ihr beide, damit ihr auch noch mal Level 6 erreicht. Alle haben sich gegenseitig schon Level 5 und 6, so.
Finde ich auch ganz gut. Nur das Pferd halt nicht, aber gut, Pferd ist auch ein bisschen komplizierter, muss ich dazu sagen. Versuchen im Gespräch. So langsam sollten wir es aber auf den Rückblick machen. Huh? Wir haben doch noch gar nicht bestellt. Vicenza schon wartet. Dula, gute Bekannte. Das heißt, wir sind jetzt alle gute Bekannte. Schön, schön. So will ich das sehen. So, jetzt futtern wir noch ein bisschen und dann hauen wir ab. Gorilla-Shake. Willst du dicke Muskeln, hilft die Kraft des Gorillas sehr. Oder definiert deine Muskeln klarer, als du je zu träumen wagtest. Hat geschmeckt. Ding, ding. Und das hier? Will ich nicht. Dann du. Schade. Das Gefühl auf der Zunge erinnert an einen sanften Sommerregen. Hat geschmeckt. Schön. Hier, dann lässt du das. Wenn du der einzige bist, der das mag, dann isst du halt einfach alle. Das mache ich jetzt immer. Da will ich dann auch nicht mehr achten, weil, ganz ehrlich, das bringt bei den anderen nicht so viel wie bei ihm. Was mag denn Danny? Danny mag gar nichts. Danny, ess mal was hier. Bäh und bäh. Okay, du magst es zumindest. Und ansonsten sind ja alle voll, oder wie? Na, Freddy ist nicht ganz voll, aber mag es halt nicht. Komm, dann. Wenn Danny es nicht will, dann will er es nicht. Dann machen wir weiter. Wo geht's lang? Hä? Gespaltene Weggabelung? Wo geht's denn hier hoch? Hä? Frostwindspitze. Aber hier geht's nicht weiter. Ich kann dir nichts machen. Menü? Man kann instant zu einem Gasthaus. Okay. Oh, stimmt. Ich habe voll was vergessen, was ich machen wollte. Geht das so über Team direkt? Ich mag diesen Hintergrund. Ja, genau. Details. Oder war das Details ändern? Schlachtruf. Man kann bei jedem einen Schlachtruf machen. Pose wechseln. Man kann einfach so bei jedem die Pose ändern. Ja, behalten wir die Standardpose. Schlachtruf. Wir machen jetzt bei jedem Charakter noch einen Schlachtruf. Ich mach einfach, Hiya! Keine Ahnung, mir fällt nichts Besseres ein. Ich will irgendwas haben. Okay. Maike könnte dann, Jiha! Haben. Ja, schon mit zwei E's. Jiha. Das fällt mir übrigens gerade einfach random spontan ein. Was könnte Danny haben? Freddy hat schon. Dieser Killerblick. was könnte Danny haben? Quack. Einfach nur Quack. Weil er ist eine Ente. Enten machen Quack. Macht Sinn. Quack! Wunderschön. Warte, Ferdinand kann auch? Ach, komm, egal. Ich freue mich schon auf die Frostwindspitzen, aber da sind wir noch nicht, deshalb machen wir erstmal hier weiter. Schade, ich würde das gerne jetzt sofort erkunden. Dann nicht. Wie Freddy aussieht, ich komme nicht drauf klar. Diese Frisur steht dir richtig gut. Ich könnte Urlaub gebrauchen. Oh Mann. Wo könnte Prinz Ingi bloß stecken? Die Luft hier oben ist so unerträglich dünn. Können wir nicht einfach umkehren? Klar, belassen wir den Prinzen seinem Schicksal. Was? Na gut, ich halte noch ein bisschen durch. Das ist die richtige Einstellung. Schön mein Team aufmuntern. So machst du es gut, Ebenbild von Mike. Sind wir bald im Gasthaus? Wie bitte? Sag das doch nicht zu Freddy. Der hat doch sowieso schon keine Lust mehr. Wo lang? Ja, geh einfach nach oben. Keine Ahnung. Ich will ein Hündchen. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Ja, das stimmt nicht. Das sagen die ständig. Oh? Giftfalter, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wie haben die das überlebt? Der Bam! Beide auf einmal, wie krass. Wir haben schon bald 150 Geräte, da kriegen wir ein Upgrade. Das ist sehr hilfreich. Ja, ja, ja. Wir sind gut drauf und geben nie auf. Jetzt sein muss.
3 Spielscheine. Ja, und werde ich lieber Ausflugstickets, weil die sind sehr gut zum Pushen. Dumdidelei. Ein Gegner. Bam. Irgendwie macht Angeben bisher noch gar nichts. Zumindest habe ich daraus nichts gelernt. Vielleicht macht das schon die ganze Zeit was. Wenn ja, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid in den Kommentaren, weil ich wüsste wirklich nie, was das macht. So, wir machen richtig viel Damage mit dem Pferd. Macht das Spiel aber auch ein bisschen einfach. Ich meine, es soll ja ein etwas schwieriges RPG sein. Oh, einen Brief erhalten. Schöne Wario-Musik. Passend mit Wario. Lieber Mike, meiner Troll, der Zenith aller Köstlichkeiten ist erreicht. Dieses Aroma, diese Konsistenz, Worte genügen nicht. Dein Wario. Wario ist übrigens verwandt mit, Waluigi, unserem, ja, Adligen, nicht Adligen. Keine Ahnung, was er war. Aber ich und Danny sind nun gute Bekannte. Ja, schön. Ja, aber komm mal weiter. Let's go. Wollen wir heute Pause machen? Let's go. Wollt ihr was haben? Du willst schon wieder irgendwas Neues zum Anziehen. Was ist los mit dir, Mike? Im Bild von mir will immer irgendwas Neues haben. Hat aber was, um ehrlich zu sein. Ich will aber sein Outfit nicht ändern. Hat was. Nein. Ich ändere dein Outfit nicht. Warum? Warum nicht mal irgendwas zum Angreifen? Wolluniform. Jetzt denkt sich Freddy auch so, ja, wäre vielleicht ein Fehler, das zu kaufen. Ich will doch vielleicht was anderes haben. Nein, Freddy. Kriegst nichts anderes. Darfst dein Weihnachtsmann-Kostüm nicht anziehen. Nö. Nein. Das bleibt so. Sonst will niemand mehr was haben. Aber sagen sie, geben wir auch wieder das Geld aus, ne? Komm. Roulette. Dum, 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 dum. Ja, Wolluniform habe ich zwar schon. Aber ich will trotzdem mein Ticket ausgeben. Eine HP-Banane. Okay. Ja, okay. Komm, machen wir nochmal einen Ausflug. Wir können überall hin, wo wir wollen. Moment, da muss ich aber kurz die Zimmer umräumen. Ich nochmal zu Freddy. Ich und Freddy müssten mal noch ein bisschen leveln. Oh, das wäre cool, wenn wir vielleicht schon übernächste Folge mit irgendwem Level 10 sind. Das wäre schon cool. Würde auch sehr hilfreich sein. So, ich spule das dann wieder vor. Das kennen wir alles schon. Schatzkarte. Und ihre könnte ihre Werbung stehen. Ja, das hatten wir schon alles gesehen. La, gute bekannte Level 7. Gut, gut. Eine P-Banane. Von denen haben wir auch voll viele. Allgemein so viel. Aber irgendwie was draus machen, passiert nicht so. Komm, ihr beide könnt nochmal irgendwo hingehen. Ich habe nicht drauf geachtet. Irgendwo. Ins Kino. Alles klar. Guckt ihr einen neuen Film? Stimmt, beim Kino habe ich noch nicht alle Filme gesehen. Gucken, ob wir jetzt irgendwas Neues bekommen. Das wäre cool. Freust du dich auch schon so auf den Film? Na klar. Spoiler-Alarm, da spielt Freddy mit. Hm? Was? Ist nicht dein Ernst? Und welche Rolle spielt er da? Eine total wichtige. Statist Nummer 5, man sieht sogar kurz seinen Hinterkopf. Ich dachte, es gibt einen neuen FNAF-Film, aber anscheinend nicht. Naja, wir sind trotzdem gute Bekannte geworden. Schön. Sie sollen aber auch mal irgendwie Freunde werden, ne? Wortwörtlich. Zumindest kann Danny wieder mit Freddy abhängen. Ich möchte halt mit dem ungefähr die gleiche Verbindung haben. Oder Bindung, whatever. Ja. Ja, das Pferd vielleicht bis Level 5, aber mit dem Pferd habe ich jetzt auch nicht so große Hoffnungen in diesem Gebiet noch. Aber das Gebiet ist ja jetzt bald vorbei. Ich denke, das geht nicht mehr so lang. Oh, so viele Bücher, ich muss alles lesen. Na, viel Erfolg. Wieso musste ich alles lesen? Hast du hier eine Lupe dabei? Wie, wie hast du bitte gelesen? Immer so richtig alt. Okay. Ja, aber ich meine, unser Level steigt sehr, sehr nice an. Da beschwere ich mich nicht. So, bitte. Wer das noch nicht, ihr habt alle noch nicht probiert. Total böse. Das wollen alle haben. Vor allem Freddy.
Ja, wer könnte denn die MP gebrauchen? Eigentlich ich. Na wohl? Na doch. Nee? Na? Freddy eigentlich auch. Gibt sogar sehr viel davon. Ja komm, dann nimm du zwei davon, dann nehme ich eins davon. Zack. Ich meine ganz ehrlich, warum sollte Maike MP benutzen? Würde mir jetzt nichts einfallen zu. Will ich nicht mehr. Dann darf das jetzt Danny probieren. Danny ist immer so meckerhaft. Aber er mag es. Und das kannst du dann essen. Abwehr und Tempo. Wäre gar nicht mal so schlecht. Gut. Dann ein Level, glaube ich, hätten wir noch Zeit in dieser Folge. Das heißt, wir werden hoffentlich jetzt den Prinzen noch sehen. Prinz Ingi. Sind sie hier? Gah, mich hier einfach so warten zu lassen. Huch. Prinz von nebenan. Ingi. Ah, ihr Nichtsnutze. Bringt mich zur Prinzessin sofort. Okay, sorry. Was ich hier draußen allein gemacht habe? Ich war auf Monsterhards. Was wäre das Biest erledigt gewesen? Doch meine Diener waren zu schwach, um es zu besiegen. Pah! Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu flüchten. Irgendwie ist er nicht so sympathisch. Ein Bosskampf! Greif! Boah, jetzt bin ich gespannt, wie viel Damage mache ich gegen diesen Boss. Greif, aber sieht voll cool aus. Mit so 6 Augen. Oder 8 Augen insgesamt. Bam! Aua. Gott. No, no. Warum macht er so viel Damage? Alles in Ordnung? Maike. Schön ein bisschen hochsteigen hier. Bam! Nur 18. Aber ich mache gar nicht mehr so viel. Genau der richtige Zeitpunkt, um einzugreifen. Was? Was soll das jetzt heißen? Keine Ahnung, was er damit meinte. Vielleicht sehen wir es noch. Bäm, 40! Zumindest mache ich ein bisschen viel. Kleiner Snack für mich. Dankeschön, Freddy. Nom, nom. Bäm. Krokodilstränen. Nein! Freddy. Armer Freddy. Noch einmal. Aua! Du fragst es tatsächlich, mich herauszufordern. Was labert? Was labert Ingi? Freddy ist halt noch am Heulen, deshalb muss ich so helfen mit Heilung. Ja, genau. Warum hört Freddy nicht auf zu heulen? Mein Gott. Feuer! Nur so wenig? Warum mache ich so wenig Damage? Okay, ich glaube, ich muss wirklich mal die ganzen Level nochmal weitermachen, damit ich schön Level bekomme. Ich bin jetzt ausgeruht, aber ich dachte, wenn sich die ausruhen, wir haben so einen hohen Level, ich hatte hier im Krankenhaus besuchen, dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie kann das noch nicht, diese Fähigkeit. Sieht gruselig aus. Ich erschrecke mich leider. Ist nicht so gut. Vorsicht. Nice. Gut. Zack. Ja, wir müssen jetzt alle kämpfen. Stur. Hast du noch immer nicht genug? Komm, hilf doch mal, Ingi. Steh doch nicht einfach so blöd rum. Was soll denn das? Oh mein Gott, ey. Lass mich mal angreifen. Oh, ich darf nicht. Vorsicht. Nein. Nein. Alles in Ordnung? Freddy. Vielleicht solltest du mir lieber Maike helfen als mir. Oh, und hilf dir selbst. Genau, der richtige Zeitpunkt, um Nein zu greifen. Oh, was ist mit dir, Ingi? Das kommt davon. Oh, wie aufregend. Bratgreifchen-Sternchen. Kein leichter Sieg. Nur gut, dass ich so ein gewandter Kämpfer bin. Oh, ich kann das Schloss sehen. Prinzessin Luigi. Dein geliebter Prinz Ingi wird bald an deiner Seite sein. Na, so ein Einfallspinsel.
Das macht er nur mit der Prinzessin.